Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Truck- und Trailerwelt. Wir haben uns heute Morgen auf den Weg nach München gemacht, um genauer zu sein zu Volvo Trucks. Denn hier bei Volvo Trucks wollen wir uns heute mal ein ganz besonderes Fahrzeug anschauen, den Volvo FH460. Und dazu ist der Jürgen Bernhard bei mir. Hallo, grüße Sie. Hallo, guten Tag. Sie arbeiten im Produktmanagement bei der Fahrzeugentwicklung auch. Was können Sie denn uns zu dem FH460 erzählen? Es gibt ja doch einige Neuheiten, einige Neuerungen. Was ist neu? Ja, also wir haben viele Dinge gemacht bei diesem Fahrzeug. Das war eigentlich schon, es war eigentlich noch relativ aktuell, unser FH4, wie wir ihn intern nennen. Aber in den vergangenen anderthalb Jahren ist viel Neues dazugekommen, was insbesondere das Ziel hatte, das Effizienzniveau des Fahrzeugs noch mal deutlich zu verbessern. Was haben wir gemacht? Bei der Aerodynamik sind viele Dinge passiert, viele kleinere Dinge. Wir haben Spaltmaße verkleinert, wir haben Lücken geschlossen. Wir haben hier unten zum Beispiel diese Verlängerung bei der Tür eingeführt, was einfach dazu führt, dass die Luft mit weniger Verwirbelungen am Fahrzeug vorbeistreicht. Wir haben die Radien vergrößert. Auch das führt zu einem besseren CW-Wert und zu einem kleineren Kraftstoffverbrauch. Es gibt zusätzlich neue LED-Scheinwerfer. Das ist ein schönes optisches Element und hat natürlich auch funktionale Gründe oder funktionale Verbesserungen. Noch besseres Licht. Leichtere Scheinwerfer, alles das trägt zu mehr Fahrkomfort, zu mehr Sicherheit und Effizienz bei. Das heißt, Aerodynamik ist viel passiert, ja. Auch Details wie die Scheinwerfer, es gibt Veränderungen. Das sind jetzt aber alles Dinge, die eben die Optik und die Gestaltung der Kabine betreffen. Ich habe gehört, auch im Antriebsstrang selber gibt es einige Neuheiten. Was ist denn genau beim Antriebsstrang passiert? Das ist richtig. Im vergangenen Jahr haben wir komplett unsere Antriebsstränge erneuert. Das heißt, eine neue Motorengeneration eingeführt bei den großen Baureihen. Da wurden viele Dinge gemacht. Da wurde die Hardware angefasst, also nicht nur Softwareänderungen. Wir haben neue Brennrahmengestaltung bekommen, wir haben neue Kolben bekommen. Wir haben neue Turbolader bekommen, Anbaukomponenten wie Ölpumpe oder Wasserpumpen wurden verbessert. Alles im Hinblick auf höhere Effizienz, leichteres Laufen, weniger innere Reibung. Also uns ist es tatsächlich gelungen, je nach Motorentyp, also wir haben die Standardmotoren, die Standard-Dieselmotoren und wir haben die Turbo-Compound-Motoren, also unser iSafe-Konzept. Und da sind wir in den Kraftstoff-Einsparpotenzialen, die wir durch diese Maßnahmen realisiert haben, zwischen 5% und 15% gelandet, was also sehr, sehr erheblich ist. Wir haben zusätzlich noch unser iShift-Getriebe nochmal verbessert. Das war ja auch vorher schon sehr, sehr gut mit sehr schnellen Schaltzeiten. Aber auch hier durch neue Hardware und neue Software noch schnellere Schaltvorgänge und noch weichere und eine bessere Schaltlogik. Was wir auch haben, ich möchte vielleicht noch ganz kurz den Unterschied erklären zwischen unseren Standard-Dieselmotoren und dem iSafe-Konzept, also den Turbo-Compound-Motoren, was wir hier in diesem Fahrzeug eingebaut haben. Turbo-Compound-Lader bedeutet, ich nutze einfach die Energie, die im Abgas steckt, noch besser aus. Hinter einem normalen Turbolader, was ja Standard bei Dieselfahrzeugen ist, habe ich noch viel Energie im Abgas. Und die nutzen wir, indem wir noch einen zusätzlichen Lader antreiben, nämlich den Turbo-Compound-Lader. Also da ist auch ein Flügelrad drin, das wird angetrieben durch den Abgasstrom. Und da geht es dann über eine Welle, über eine Kupplung und ein Getriebe direkt auf die Kurbelwelle und erzeugt da mit 300 Newtonmeter mehr. Das ist ungefähr das, was ein Pkw-Dieselmotor überhaupt an Kraft hat. Und die stehen quasi for free zur Verfügung. Was mache ich damit? Ich mache über eine lange Hinterachsübersetzung eine Reduzierung der Drehzahl im Fahrzeug. Vielleicht mal als grobe Richtwerte. Bei Autobahngeschwindigkeit liege ich bei 85, ungefähr bei einer Umdrehungszahl von 1000 oder 1050 Umdrehungen im Vergleich zu 1200 oder 1250 bei einem Standard-Dieselmotor. Das kann ich durch diese zusätzliche Kraft, kann ich das fahren und habe über die Drehzahlreduktion dann das Kraftstoffeinsparpotenzial. Also ich nutze einfach ohnehin zur Verfügung stehende Energie, die sonst durch einen Auspuff entweicht, zum Antrieb des Fahrzeugs, was sehr, sehr sinnvoll ist und hervorragende Kraftstoffeinsparungswerte ermöglicht. Ja, man sieht es auch optisch, am Fahrzeug hat sich doch einiges verändert. Allerdings, wir haben immer noch die klassischen Seitenspiegel und kein Kameraersatzsystem. Aber was jetzt doch auffällt, wir haben doch hier eine Kamera verbaut. Was genau hat es damit auf sich? Ja, richtig.
Das ist tatsächlich ein Sicherheitssystem. Die Kamera hier, die überwacht praktisch den toten Winkel, den für den Fahrer toten Winkel, seitlich neben dem Fahrzeug bis ungefähr hier vorne. Und dieser Bereich wird da abgedeckt, wo der Fahrer in seinem mittleren Zusatzdisplay auf einem relativ großen Bildschirm dann einfach mal einen Blick werfen kann. Steht hier beim Abbiegen ein Fahrradfahrer neben ihm? Gibt es sonst irgendwelche Dinge, auf die er achten müsste, wenn er gleich abbiegt? Also zusätzliche Sicherheit. Natürlich in Verbindung mit unserem neuen Seitenkollisionsvermeidungsassistenten. Das ist zum einen der klassische Abbiegeassistent, der bei niedrigen Geschwindigkeiten oder beim Stehen an der Ampel einfach schaut, ob sich hier in dem Bereich bis zu 30 Meter hinter dem Fahrzeug etwas befindet, was potenziell gefährdet wäre. Den Fahrer warnt über eine optische Anzeige im Spiegel und wenn es dann eine richtig harte Warnung gibt, also wenn der Fahrer vielleicht die erste Vorwarnung missachtet hat, kommt dann auch noch ein Tonsignal dazu auf der Seite, wo sich die Gefahr befindet. Bei uns immer auf beiden Seiten, das heißt die Beifahrerseite wie auch die Fahrerseite wird abgedeckt. Und das System funktioniert nicht nur in der Stadt, sondern bei allen Geschwindigkeiten. Das heißt auch bei Überlandfahrten oder auf der Autobahn, wenn ein Spurwechsel beabsichtigt ist, schaut das Fahrzeug, ob sich irgendwas in einem Gefahrenbereich befindet, was potenziell, wenn er jetzt die Spur wechselt, gefährdet wäre. Wir sehen hier unser FH, also unser Fernverkehrsfahrerhaus, mit in dem Fall unserem größten Fahrerhaus, dem Globetrotter XL. Ein sehr geräumiges, sehr bequemes, sehr angenehmes Fahrerhaus für den Fahrer. Wir haben in der Mitte des Fahrerhauses 2,3 Meter Stehhöhe und das ist also schon was, wo auch sehr gut, für mich spielt das jetzt nicht die große Rolle, aber für sehr große Fahrer ist das natürlich dann auch ein Argument, dass sie sich aufrecht hinstellen können beim Anziehen zum Beispiel. Das sind alles sehr angenehme Dinge. Wir schauen ja aber auch nachher noch ins Fahrerhaus rein. Interessantes Detail ist die Einblatt-Parabelfeder an der Vorderachse, die zusätzliches Gewicht in Verbindung mit den Aluminium-Aufhängungsteilen an der Hinterachse zusätzliches Gewicht einsparen kann. Wir sind da ungefähr bei einem Gewichtsersparnis von 100 bis 120 Kilo gegenüber einer Stahlaufhängung. Das ist natürlich ein großer Vorteil, das schafft Ihnen zusätzliche Nutzlast und gleicht mehr als das zusätzliche Mehrgewicht eines Turbo-Compound-Motors aus. Ja, prima. Jetzt haben wir uns natürlich einiges angeschaut, zum Antriebsstrang erzählt, auch die Kabine von außen, zur Globetrotter-Kabine haben wir was gesagt. Jetzt, was mich natürlich interessiert, wie sieht es drinnen in der Kabine aus am Arbeitsplatz vom Fahrer? Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, ja? Alles klar, machen wir gerne. Ja, jetzt sind wir hier im Inneren des Fahrerhauses und vielleicht als erstes Detail sehen wir schon mal unsere Black Edition Ausstattung. Das ist die schwarz bezogenen Sitze, hier oben mit dem Volvo-Logo geprägt, ein bezogenes Armaturenbrett mit Leder bezogen, ganz genauso wie hier diese Seitenpanels an den Türen mit Leder bezogen, also eine sehr hochwertige und ansprechende Ausstattung. Wir sehen auch eine sehr praktische Ausstattung für den Fahrer, wenn wir vielleicht gerade mal hier nach oben schauen. Große Stauräume an der Rückwand des Fahrerhauses, große Stauräume hier in der Front, viele Ablagemöglichkeiten, sehr praktisch ausgestattet. Wir haben für den Fahrer, für seinen Komfort beispielsweise hier unten eine Kaffeemaschine eingebaut. Wenn wir nochmal nach da oben schauen, da ist eine Mikrowelle vorgesehen. Der Kühlschrank befindet sich hier. Das Bett, das bequeme Bett, ermöglicht dem Fahrer natürlich mit einer elektrisch verstellbaren Rückenlehne die Möglichkeit, den Fernseher, der üblicherweise hier oben eingebaut ist, dann zu schauen. Ansonsten sehr funktioneller und hochwertiger Arbeitsplatz für den Fahrer. Wir haben die größte Verstellbereich des Lenkrads von allen Herstellern. Wir haben nämlich zweifach verstellbares Lenkrad, einmal in Höhe und Tiefe der Lenksäule plus zusätzlich noch eine Verstellung der Lenkwelle, die dann nach oben drauf kommt. Also damit habe ich wirklich die Möglichkeit, je nach Wunsch und je nach Präferenz des Fahrers alles abzubilden. Die
Armaturen sind jetzt bei uns voll digital. Ich habe da verschiedene Ansichten, zwischen denen ich wählen kann. Es gibt unterschiedliche Themen und Sichten, die wir da zur Verfügung stellen. Das hier ist das sekundäre Informationsdisplay, mit der beispielsweise die Kamera angezeigt wird, die wir gerade eben draußen uns angeschaut haben, die Kamera zum Betrachten des seitlichen toten Winkels. Genauso ist hier die Bedienung aller Mediafunktionen, Radio, Telefon, alle Einstellungen werden da vorgenommen. Das ist also auch alles hier als Touchscreen in der Nähe des Fahrers. Interessantes Detail, was wir hier noch sehen, ist eine Fernbedienung, mit der ich beispielsweise von außen, die der Fahrer mit rausnehmen kann und mit der ich dann von außen die Luftfederung bedienen kann oder Nebenantriebsfunktionen bedienen kann, das Fahrzeug, den Motor starten, ausschalten kann. Also viele Dinge, die von außen für den Fahrer dann einfach auch die Ergonomie und den Komfort erhöhen, weil er nicht jedes Mal wieder ins Fahrzeug einsteigen muss, um hier irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Ja, jetzt haben Sie ja doch eine ganze Menge zum Fahrzeug erklärt, auch zur Kabine hier selber. Aber ich würde sagen, jetzt drehen wir doch mal ein Ründchen, oder? Sehr gerne. Prima, dann tauschen wir gerade mal die Plätze und dann fahren wir mal. Super. Machen. Ja, die Philosophie bei Volvo Trucks ist ja klar, man gibt dem Fahrer doch eine ganze Menge an Sicherheitsfeatures an die Hand, um ihn auch konkret bei seiner täglichen Arbeit im Straßenverkehr zu unterstützen. Wie ist denn jetzt hier der FH, in dem wir sitzen, ausgestattet? Was für Sicherheitsfeatures sind denn jetzt hier verbaut? Ja, wir haben da vielfältige Sicherheitsfeatures drin. Also ein kleines Detail, was wir hier zum Beispiel sehen, sind die roten Sicherheitsgurte. Das ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Aber zum Beispiel bei der passiven Sicherheit, unser schwedisches Sicherheitsfahrerhaus, was also die europäischen Normen bei weitem übertrifft, also wenn es mal zu einem Unfall käme, den wir natürlich in jedem Fall vermeiden wollen, wozu dann die aktiven Sicherheitssysteme beitragen. Hier sind viele verbaut. Eins habe ich vorhin draußen schon gezeigt, der Seitenkollisionsvermeidungsassistent, also die Sache, zum einen der Abbiegeassistent innerstädtisch, aber auch bei höheren Geschwindigkeiten auf der Schnellstraße oder auf der Autobahn, wenn ein Spurwechsel vorgenommen wird, wird gewarnt, falls sich da im toten Winkel des Lkw-Fahrers was befindet. Wir haben natürlich ein Fahrerwarnsystem, was überwacht, wenn der Fahrer müde wird und ihm entsprechend dann auch Empfehlungen gibt, eine Pause einzulegen oder vielleicht sogar das Fahren für den Tag dann ganz einzustellen. Wir haben natürlich einen Distanzwarner und einen Warner für die Kollisionen an der Front, natürlich verbunden mit einem hochwirksamen Notbremsassistenten, der auch in der Lage ist, von 80 oder von Autobahngeschwindigkeit auf 0 das Fahrzeug abzubremsen. Was haben wir noch? Wir haben einen Notausstieg, vielleicht wenn ich das da oben noch zeigen darf. Das ist zum einen unser großes Dachfenster, was natürlich viel Licht und auch, wenn man es aufmacht, viel Luft ins Fahrzeug reinlässt, aber im Falle eines Falles als Notausstieg genutzt werden kann, wenn dann nämlich das Glas rausgedrückt wird und der Fahrer über diesen Weg, wenn die Türen nicht mehr funktionieren oder das Fahrzeug auf der Seite liegt, das Fahrzeug verlassen kann. Also das sind alles Sicherheitsfeatures, die natürlich hoffentlich jeglichen Unfall vermeiden sollen, aber auch wenn es dann vielleicht mal zu einer Kollision kommt, die Folgen möglichst minimieren. Ja, ich habe jetzt gesehen, wir haben hier jetzt im Fahrzeug keinen Retarder verbaut. Aber das ist jetzt auch keine Standardmotorbremse, die hier verbaut ist. Nee, das ist in dem Fall hier eine starke Motorbremse, also unsere Volvo Engine Brake Plus in dem Fahrzeug verbaut, die in Verbindung mit dem Turbo Compound Motor, den ich vorhin erklärt habe, eine maximale Bremsleistung von 430 kW erzeugt und was natürlich sehr, sehr ordentlich ist, wo ich bei jeglicher Geschwindigkeit eine hohe Bremsleistung, Dauerbremsleistung erzeugen kann. Und die tatsächlich in vielen Fällen, in den meisten Fällen auch den Retarder erspart, den sie allerdings auf Wunsch und wenn das erforderlich wäre, trotzdem noch dazu bekommen können. Ja, beim Volvo-Fahren fällt eigentlich fast als erstes hier auf, dass man eine wirklich sehr, sehr leichtgängige und präzise Lenkung hat. Wie genau nennt Volvo das System, was jetzt hier verbaut ist? Ja, das ist unsere Volvo Dynamic Steering.
Das ist zusätzlich zur normalen hydraulischen Servolenkung eine elektrische Lenkunterstützung, die im Wesentlichen zwei Funktionen hat. Zum einen verbessert sie natürlich die Ergonomie für den Fahrer stark. Das heißt, bei langsamer Geschwindigkeit, beim Rangieren, beim Rückwärtsfahren sind die Lenkkräfte deutlich reduziert. Und es ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, weil in Zusammenarbeit mit unserem ESP, also mit dem elektronischen Stabilitätssystem und mit dem Lane Keeping Support, also mit dem Spurhalteassistenten, arbeitet das Volvo Dynamic Steering zusammen. Und in kritischen Fahrsituationen wird eine Lenkbewegung initiiert, die den Unfall oder das Ausbrechen des Fahrzeugs verhindern kann. Oder bei der Kombination mit dem Spurhalteassistenten wird dann wieder in die Fahrbahnmitte zurückgelenkt, wenn das Fahrzeug Richtung Seitenrand oder Mittelfahrlinie sich bewegen würde. Also das sind alles Sicherheitssysteme, Assistenzsysteme für den Fahrer, die ihn in seiner anstrengenden täglichen Arbeit unterstützen und Unfälle vermeiden sollen.